Yo Leute, ich bin's wieder, Tom EP, und willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Ja, letztes Mal haben wir das jetzt zustande gebracht, woraus wir nun immer trinken können. Ich weiß gar nicht, für immer, ich weiß es nicht. Vielleicht füllt es sich auf, wenn es regnet. Hier fehlt uns jetzt noch ein einziger Kopf. Wir haben die Leichen ja in den See geschmissen. Und die wurden, so wie es aussieht, anscheinend komplett aufgefressen. Oh, da sind die spawned. Geht die Sonne da gerade unter? Ich denke schon. Oh, ein Lizard. Der darf gerne... Was ist er jetzt? Komm her, Lizard! Komm! Nee, ihr seid Hasen, hä? Da. Krass, wie viel sich der sich bewegt. Und... Das Fleisch hängen wir natürlich direkt auf. Schön, dass wir das alles so fertig haben. Das ist echt cool. Ja, hier passt ja auch nicht ran. Ja, sonst würde ich sagen, pennen wir das einfach aus, bis es einen neuen Tag gibt. Ach, perfekt. Das ist immer ein bisschen eng hier. Ich bin ja sowieso dafür, dass wir nochmal ein größeres Haus bauen. Aber wir haben ja auch noch da oben etwas vor. Oh, wir haben Durst. Sag doch was. Aber jetzt kriegen wir auch keinen Schaden danach. Gott sei Dank. Okay. Dann machen wir uns direkt ans Werk. Sind eigentlich wieder neue Koffer da? Nein, du solltest nicht trinken. Oh, du Spasti, Alter. Trinkt er vor allen Dingen auch gleich 7-mal. Medizin wäre nochmal ganz cool. Hier chillen. Habt ihr gesehen, was da hing? Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn die weg sind. Oder habt ihr das gesehen? Ich meine, es sind zwei
Die würde ich wahrscheinlich sogar noch schaffen. Aber die waren so nett und haben mir hier einen Unterleib angehängt. Vielen Dank auf jeden Fall mal. Kriege ich den auch irgendwie ab? Oder von unten? Oder hängt er jetzt hier für ewig? Ja, nicht den Baum, nicht den Baum, nicht den Baum. Chill, chill. Naja, vielen Dank auf jeden Fall. Habt ihr da auch irgendwas rangehängt? Noch nicht. Ja gut. Okay. Sollen sie machen? Wir machen einfach unsere Arbeit weiter. Der eine ist da so ein bisschen nach oben geschossen worden. Ist der wieder runtergerollt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Machen wir hier weiter. Spaß, ne? Dass die immer genau dann da sind, wenn man sie nicht haben will. Geht weg. Geht einfach weg. Eins, zwei, drei sind da auch mittlerweile. Muss sie jetzt hier längs gehen, so? Nee, ne? Ich hoffe, sie sind weg. Ich glaube, der ist noch von dem alten.
Hälfte der Brücke so fertig. Na, ungefähr. Vielleicht noch nicht ganz. Also eigentlich die Bäume direkt hier werden wir wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Können eigentlich weg. Wir müssen gleich mal was essen. Oder wie viele Snacks haben wir? Nehmen wir lieber einen Snack. Wie viel Medizin haben wir noch? Drei, okay. Alles cool. Es regnet. Kann eigentlich dementsprechend auch weg. Sehr schön. Ach ja. So. Dass sie mir da jetzt so einen Unterkörper daran gehängt haben, das verstehe ich ja nicht, ne? Sehr schön. Die hole ich, glaube ich, nicht. Was ist denn los mit den Bäumen jetzt? Oh Gott, dauert ja Ewigkeiten. Da ist einer. Nee, da gehe ich auch mit Sicherheit nicht runter. Und dann sind es noch 12. Also genau 3 Bäume. 3 Viererbäume. Also die dickeren. Genau. Ja, ich pfeife mir noch mal einen Snack rein.
echt ätzend ohne Sprinten. Okay, der letzte ist da drüben. Perfekt. Dann nehmen wir noch die hier direkt daneben. Es ist auch nicht so weit zu laufen. Mann, ey. Das ist natürlich immer echt ärgerlich, wenn die dann so meilenweit wegfliegen. So, zack, zack. Und der letzte Baum jetzt noch. Dann haben wir die Brücke auch fertig. Da bin ich ja ganz froh drüber. Sind da schon wieder eine ohne Spaß. Ich glaube, ist noch vorbei, oder? Okay. Und fertig. So, jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Okay, dann müssen wir sprinten können. Wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich auf das Baumhaus springen. Ja, geht auf jeden Fall. Okay. Dann habe ich das ja erreicht, was ich wollte. Jetzt können wir mal hier schön über die Brücke. Und jetzt können wir zum nächsten Baum. Wieder eine Plattform. Und das Ganze können wir verbinden. Damit können wir praktisch durch den ganzen Wald. Das ist natürlich ziemlich cool. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Essen und trinken was. Und dann schauen wir erstmal weiter. So, ist unten irgendwie Action bei uns? Nö, ne? Nee, gerade nicht. Dann können wir auch gleich mal gucken, was wir da Fallen für die Kannibalen vielleicht aufstellen können. So, auf jeden Fall mal was trinken. Und wir essen auch was, damit die Energie voll wird. Dann speichere ich auf jeden Fall mal, damit ich diese Brücke fertig habe. Cool. Ja. Unbedingt eine größere Hütte, aber die braucht halt richtig viel und so. Dann schauen wir doch mal in unser schlaues Buch. Traps. Also wir haben die Animal Trap. Ja, okay, brauchen wir erstmal nicht. Können wir auch so jagen. Deadfall Trap. Happy Birthday Trap. Sieht ziemlich cool aus. News Trap. Könnten wir da oben aufstellen. Wie sieht die aus? Die funktioniert. Die sind so geistig behindert. Die tue ich hier hinstellen und dann... Ich hole Stöcker, wir probieren das aus. Stück noch.
Dann brauchen wir noch Baumstämme, 4 Stück, also ein Baum. Das können wir nochmal schnell machen eigentlich. So schnell sollten selbst die Kannibalen nicht sein. Und auch so dunkel ist es auch noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann werden wir da oben bei unserem Baumhaus auch mal diese andere Trap aufstellen. Weil da scheint sie ja jetzt irgendwie noch gerne noch mehr zu sein. Chill mal, Alter. Oh Gott, was ist hier los? Als ob. Ja, Leute, chillt mal eure Base, Alter. Ich wollte euch gerade eine Falle stellen und ihr seid hier schon unterwegs. Zu 127. Genau. Könnt ihr mal schön verpissen. Was, Alter? Ohne Spaß. Mann, jetzt ist meine halbe Rüstung schon wieder weg wegen diesen Vollidioten. Ich sag noch, so schnell kommen die nicht. Nein. Zack, sind sie da. So schnell geht das, ne? Ah, pennen wir dann schon? Ja, können wir eigentlich schon pennen. Ah, es ist morgen. Ein neuer Tag. Was trinken? Kein Problem. Sieht aber nicht mehr so voll aus. Sieht sogar ziemlich leer aus. Ansonsten alles cool. Schauen wir mal, ob da oben jetzt wieder Action ist. Warte, soll ich... Wie viele Sticks habe ich? Gar keine. Sonst nehme ich schon Sticks mit, dann können wir die Falle oben aufstellen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr habe ich hier nicht. Traurig. Ach ja. Mal sehen, vielleicht haben sie auch schon wieder was Neues dekoriert. Wir schauen mal. Die haben mich gesehen. Geil. Geil. Richtig, richtig cool. Dann gehen wir halt in die Richtung und fällen da hinten erstmal einen Baum und machen die andere fertig, würde ich sagen. Sofern das möglich ist. Nein. Denn hier steht auch schon wieder der nächste. Der rennt aber jedenfalls weg. Krass. Viel unterwegs. Auf jeden Fall. Gucken noch mal. Die wollen doch ja jetzt da nicht ewig stehen bleiben, oder? Also das wäre ja auch. Ich glaube, sie sind. Nee, da sind sie noch. Federn. Habe ich die aufgesammelt? Die habe ich auf jeden Fall. Die Federn. Ja. Hi. Na?
aber gut. GG. Tut mir leid, Bro. Aber ich will deinen Kopf. Nein. Okay. Können die sich da mal verpissen? Ohne Spaß, ne? Wie lange die da sind, ne? Das ist unglaublich. Ich bring dich jetzt schon mal weg. Kein Bock, dass du mir nachher da die anderen Spassis anlockst. Jetzt mal endlich verschwunden. Sieht ganz gut aus. Kann ich die an demselben Baum befestigen, sonst nehme ich hier den. Na, guck mal da vorbei. Es geht. Der da hinten wäre eigentlich besser. Der hier. Okay, Moment. Wir nehmen die. Ah, die stelle ich auf. Ja, das ist cool. Das ist tricky. Ich habe keinen Faden mehr. Rope. Oh, ein Seil. Ich muss mal... Müsste ich in ein Lager von denen. Und ein Fünfer fällen. Okay, die gehen da eh gerade weg. Können wir eigentlich mal gucken. Ah, spannende Folge heute mal, ausnahmsweise. Mit relativ vielen Kannibalen. Vergleichsmäßig. Können wir auch mal wieder einsammeln. Ich sehe sie zumindest nicht mehr. Sticks brauchen wir auch nicht mehr. Ja, dann fällen wir jetzt hier den. Würde ich sagen. Oh. Okay, chill. Ah ja, jetzt müssen wir rennen. Wir rennen am besten nach Hause, das hat keinen Sinn jetzt. Aber nach Hause kommen wir wahrscheinlich nicht mehr. Oh Leute, was ist denn los heute? Alter! Die sind überall! Ohne Spaß. So krass wie jetzt, ne, war das echt noch nicht. Eskaliert. Es eskaliert wirklich. Oh Gott. Da ist auch noch eine Gang. Ich gehe jetzt hier vorsichtig. Na, hier will ich nicht runter. Hier will ich echt nicht runter. Also da oben ist aber auf jeden Fall ein Dorf von denen gewesen. Da könnten wir nochmal nach Seilen gucken. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Aber wenn wir jetzt schon die Falle fertig hätten, wäre natürlich richtig gut gewesen. Ob die auch so funktioniert, wird man sehen. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich hab den Kopf. Das ist fertig. Das können wir anzünden. Yes. Können wir
eigentlich schon das nächste aufstellen, ne? Chill mal. Als ob die da einen Stein vorgelegt haben. Das haben die nicht gemacht. Als ob ihr das gemacht habt. Bastarde. Bastarde. Ohne Spaß, ne? Alter. Das wusste ich nicht, dass die das machen. What the fuck? Wie sind die denn drauf? Okay, speichern wir. Das war's von einer sehr unterhaltsamen Folge, wie ich finde. Gerade zum Ende. Dass die da das vorgelegt haben. Das ist so geil. Ja, okay. Wir werden den Streit hoffentlich irgendwie mal beilegen können. Ich glaube aber nicht. Es waren echt viele heute. Die sind wirklich überall gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh Gott, wie das weitergehen soll. Wir müssen echt Fallen aufstellen. Wir müssen irgendwie vergrößern. Vielleicht ziehen wir auch um. Vielleicht ziehen wir auch um. Mal überlegen. Mit dem Baumhaus. Brücke. Quer rüber. An die andere Seite. Machen das da. Ah. Scheißegal. Scheiß drauf, Leute. Das war's für heute. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.